Allerdings natürlich nur so lange, bis er seine nächste Mahlzeit braucht. Und genau das macht mir eben Sorge. Was ist denn, wenn sein Herrchen mal kein Futter mehr im Haus hat? Was dann? Naja, das ist dann eine ziemlich persönliche Angelegenheit zwischen dem Hund und seinem Herrn. Die Situation wäre natürlich unschön. Der Hund könnte eventuell die Hand fressen, die ihn nicht füttert. Ich muss Ihnen zustimmen. Der Satz mit dem verdorbenen Werbespot ist Gold wert. Dr. Cobb? Der Zahnarzt mit dem Schnauzer war aber auch nicht schlecht. Aber er hatte ein furchtbares Toupet. Wen meinen Sie? Den Zahnarzt oder den Schnauzer? Gut, also wie ihr meint, Friedwart wird genommen. Gut. Barbara, holen Sie bitte die Kopien aus dem Vorführraum. Ja, gern. Jack, packen Sie die Kopien ein. Barbara holt sie ab. Bringen Sie mir dann auch Ihr Skript. Ich möchte die Szene Wort für Wort genau so drehen. Aha, da kommt ja unser lieber Freund. Miss Braff, Dr. Cobb. Was haben Sie denn für Probleme? Sie klangen ja ganz beunruhigt am Telefon. Es geht um die Harz. Sie werden zum Problem. Die Harz? Ich finde sie so erfrischend. Sie sind verliebt. Und sind dabei doch schon verheiratet. Wir haben etwas Wichtigeres zu besprechen. Telmore Foods vergrößert sich. Und zwar enorm. Oh. Los. Sie müssen sie wohl erschreckt haben. Wir bekommen vielleicht Schwierigkeiten mit ihm. Mit Schwierigkeiten sind wir noch immer klargekommen. Hallo, Miss Braff. Mr. Hart, da wären wir, ganz allein. Wissen Sie, seit ich Sie das erste Mal sah, wollte ich unbedingt mit Ihnen in den Clinch gehen. Oh, damit mein Rücken auch mal argentinisch bearbeitet wird. Eine Stunde Kampfzeit, hm? Da muss ich Sie enttäuschen. Bei mir dauert es höchstens eine Sekunde. Sollte ich nur so dumm sein, Mr. Cutshall auf Sie zu hetzen? Wenn eine Arbeit sauber und ordentlich ausgeführt werden soll, muss man sie nun mal selbst erledigen. Ja, ja, die Welt ist böse und schlecht, Mr. Hart. Wie wird es Ihnen gut gehen, wenn Sie sie verlassen? Jonathan! Ganz ruhig. Sie werden auch noch auf den Geschmack kommen. Ja, und dann kommen Sie nie wieder davon los.